Was meine Menschen gestern hier für einen Shitstorm bekommen haben, ist wirklich unter aller Kanone, ich sag's euch. Ich kann diesen Menschen nur eins sagen. Mir geht es gut und das war nicht das erste Mal, dass ich geduscht wurde. Meine Alte hat das nicht gemacht, um mich zu quälen, wie hier jeder Sechste behauptet. Geschweige denn wollte sie mich ärgern oder mich zur Schau stellen, damit andere sich daran belustigen können. Manche Kommentare waren sowas von unterirdisch und abartig. Der beste Kommentar, den ich gelesen habe, war: Wenn ich so eine große Wohnung habe, dann soll ich doch lieber Flüchtlinge bei mir zu Hause aufnehmen und nicht nach Geschenken betteln. Leider kann ich diesen Kommentar nicht mehr finden. Ich hätte ihn euch gerne mal eingeblendet, aber naja, gut. So etwas kann nur ein kleines Kind ohne Gehirn geschrieben haben. So ist das halt, wenn man eine berühmte Katze ist. Die Hasser sind auch wichtig und richtig. Ohne euch wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Um es kurz und knapp zu sagen: Leute, kehrt erstmal vor eurer eigenen Haustür, bevor ihr anderen Menschen irgendwelchen Durchfall vermitteln wollt. Ich kann verstehen, wenn euer Leben langweilig ist, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man seinen Senf einfach mal für sich behält. Ich habe es mir gestern noch richtig gut gehen lassen und mich auf der Fensterbank trocken geschlafen. Da ist es so schön kuschelig obendrauf, denn von unten kam die schöne warme Heizungsluft. Später habe ich dann noch mit meiner ach so bösen Mama gekuschelt und mich spätabends wieder auf die Socken gemacht. Ich lebe noch. Küsschen aufs Nüsschen, ihr lieben Menschen.